Ja, einen wunderschönen, ihr wunderschönen. Willkommen zurück zu Genshin Impact. Willkommen in Version 4.2. Dankeschön, Yelan. Willkommen in Version 4.2. Wir haben ein bisschen was Neues. Also bei mir selber ist jetzt nichts großartig Neues passiert, aber wir haben ein bisschen was Neues bekommen in 4.2. Zum einen haben wir ein neues Gebiet, in dem ich noch nicht wirklich war. Also ich habe das Einzige, was ich gemacht habe, ist die Portpunkte da, die ich erreichen konnte, schon mal freigeschaltet, und das war es aber auch. Zum anderen haben wir eine neue Hauptstory-Quest, Maskerade der Freveler, die wir heute machen werden. Aber zuerst haben wir auch noch ein neues Banner. Zum einen mit Furina, auf die ich heute pullen werde. Es wird wahrscheinlich keine sonderlich lange Pull-Session werden, hoffe ich mal. Außer ich verliere das 50-50, das könnte es natürlich haben. Weil ich bin, glaube ich, schon bei Pity 60 oder so. Mal gucken. Von daher müsste sie theoretisch relativ schnell eigentlich kommen. Ja, 64. Also mit diesem Tempel könnte sie schon da sein. Baiju haben wir auch bekommen. Der interessiert mich persönlich überhaupt nicht. Von daher werde ich den auch nicht irgendwie versuchen zu bekommen. Das Waffenbanner ist, ja, sagen wir mal, ihr könnt eine Waffe kriegen. Also Furinas. Und das war's. Ganz ehrlich, die Baiju-Waffe, die kann man vielleicht für ihn so ein bisschen gebrauchen. Und das war's. Das ist kein Jahr der Sturz, das ist ein Jahr der Furz. Die Forsters sind okay. Also Bell ist, also die Glocke ist wie immer Schrott. Und von den anderen habe ich tatsächlich eigentlich, glaube ich, alle schon auf R5, zumindest ein Exemplar. Von daher, ich weiß nicht, ob ich auf das Waffenbanner rollen soll, um ihre Waffe zu bekommen. Oder ob ich skippe und sie beim nächsten Mal, wenn Furina wieder einen Rerun hat, ob ich da dann die Waffe bekommen soll. Ich weiß es nicht. Ich werde es, glaube ich, so machen. Weil ich bin ja auch erst bei Pity 30, glaube ich. Ja. Ich werde es so machen, wenn ich Furina gleich bekommen sollte, tatsächlich als erstes, dann mache ich hier einen, vielleicht auch zwei Tempels drauf. Oder nee, wenn ich sie bekomme, wenn ich 50-50 PD nicht verliere, dann versuchen wir bis zum ersten 5-Star hier zu kommen. Ich hoffe nur, dass ich kein Pech habe, weil ich kann diesen Catalyst von Baiju wirklich für niemanden gebrauchen. Also das ist, ja. Okay, ja, ich habe immer noch ein bisschen mit dem Husten zu kämpfen, also wenn ich mich mal zwischendurch muten muss, bitte entschuldigt das. Und ich glaube, das war eigentlich alles Neues, was wir haben. Da können wir eigentlich schon direkt anfangen, ne? 600 Wünsche habe ich angesammelt. Nach wie vor spare ich auf alle Kino. Die will ich ja auf C6 R1 bekommen, also einmal ihre Waffe und 7-mal sie selbst. Die sollte noch ein bisschen auf sich warten lassen, von daher kann ich dann noch gut ansammeln, das ist ganz gut. Aber ja, lang genug gequatscht, dann würde ich mal sagen, Furina, komm nach Hause. Ah, siehst du, hat sie gehört. Brav. Sehr brav. Vielleicht sogar zweimal? Oh, siehst du, da ist Nummer eins. So schnell kann es gehen. So, nochmal bitte. Wenn wir schon so guten Anfang haben. Oh, Kohle. Ach ja, stimmt, wir haben einen neuen Forster auf dem Banner. Wir haben Charlotte mit drauf. Die habe ich jetzt ganz vergessen. Aber die brauche ich auch nicht unbedingt. Muss ich ehrlich gesagt zustehen. Also die sah ganz interessant aus vom Gameplay her, aber ist jetzt nicht so, dass ich sie bräuchte. So, mal gucken, ob ich hier genauso viel Glück habe. So, 50. Jetzt nähern wir uns im Soft-Billy schon. Na komm, auch nicht. Ach ja, übrigens, wenn ihr keine Middle-Spender oder irgendwie High-Spender oder sonst was seid, wenn ihr nur ab und zu mal was ausgibt, ne, rollt nicht auf dieses Waffenbanner. Es ist purer Müll. Also ganz ehrlich, das ist mit eins der schlechtesten Waffenbanner, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Allein schon nur wegen Baijus Waffe, die wirklich für nichts zu gebrauchen ist.
Oh, wir haben Glück, yes. Gott sei es gepriesen. Ja, und Bill hinterher super. Hm. Okay, das hat doch deutlich besser geklappt, als ich dachte. Das wird hier wahrscheinlich auch kein Extra-Video werden, weil das waren jetzt gerade mal 5 Minuten. Ich glaube nicht, dass ich dafür ein Extra-Video auf YouTube mache. Das wäre Quatsch irgendwie. Oder vielleicht, ich weiß nicht. Mal gucken. Je nachdem, wie ich Lust drauf habe. So, hier kann ich noch ein paar Wünsche wiederholen. Immerhin 5 Stück. Ein Zehntel wiedergeholt. Knapp 50 haben wir verbraucht. Sehr, sehr gut. Okay, ich kann sie, glaube ich, noch nicht komplett hochleveln. Oh, stimmt, wir haben Pharosamen in einem Sternbild bekommen. Wow, wow. Die benutze ich eigentlich auch nicht. Das ist auch nicht wirklich irrelevant, wirklich relevant. Und sonst... Ich muss mal gucken, wie weit ich sie bekomme. Ich glaube... Na gut, Bücher habe ich genug. Aber ich dürfte sie eigentlich nur auf ungefähr 60 oder 70 bekommen. Aber schauen wir mal. Soll ein sehr, sehr guter Support sein. Von dem, was ich bisher mitbekommen habe. Ach, guck mal, da fängt schon an. Ich krieg sie nicht mal so weit, weil ich die Materialien nicht habe. Okay. Dann hören wir schon bei 14 auf. Schade. Ist ja schon ein bisschen süß, ne? So, die Waffe kriegt sie selbstverständlich auch noch. Ich weiß nicht, ob ich die irgendwie hochleveln kann. Aber für die Waffe habe ich jetzt tatsächlich überhaupt keine Materialien gefarmt. Weil ich eigentlich... Ich hab gefühlt jeden Tag geschwankt. Also einen Tag war ich und dachte mir, okay, du pulst auf das Waffenbanner und versuchst es zumindest bis zum ersten 5-Star. Dann dachte ich mir am nächsten Tag wieder, nee. Ja, siehst du, da habe ich nämlich keine Materialien. Dachte ich mir am nächsten Tag wieder, nee, komm, das ist so schlecht. Das Waffenbanner, das machst du nicht. Aber das passt auch sehr gut zu ihr, ne? Die Waffe. Vom Farbschema her 1:1, perfekt. Artefakte habe ich, glaube ich... Oder doch, ich glaube, ich habe für sie. Irgendwer hatte die zwischengeparkt. Ich glaube, Toma habe ich dir gegeben. Ja, genau. Toma müsste es gewesen sein, oder? Hydro, ja, ja, genau. Kann ich die da schon mal drauf klatschen? Die waren, glaube ich, auch nicht so schlecht gewesen. Golden Trope war das, ne? Ja. Da. Da werde ich aber auch noch weiterfahren, weil das war jetzt auch nicht das Nonplusultra, was ich ihm dazwischen gespeichert gegeben habe. So, und das andere Ding war hier Hydro Damage. Zack. Da. Wie sieht es da aus von den Stats? Ja, 140 Kitschan hat es jetzt schon. Crit-Treffer muss ich wahrscheinlich noch ein bisschen hochpushen. Ich glaube, ich habe ihr auch jetzt ein Crit-Damage, ja, Crit-Damage-Ding erstmal gegeben. Muss ich mal gucken, ob ich da noch einen Crit-Schaden, Crit-Treffer irgendwie für sie bekomme. Aber das wird alles offstream passieren. Ich denke nicht, dass da großartig was im Stream passieren wird, was das Level angeht. Da konzentrieren wir uns ja hauptsächlich auf die Quests. So, irgendjemand hat hier noch ein... Da, Kolei. Ist doch C2. Gut. Ja, so schnell kann es mal gehen. Das war, glaube ich, die schnellste Wunsch-Session, die ich jemals gehabt habe. Also das wird kein extra Video werden, das wär Blödsinn. Und dann würde ich sagen, widmen wir uns jetzt der Hauptstory, ne? Haben wir eine neue bekommen. Ich glaube, von der... Ja, genau. Wir gehen von Fort Meropide wieder zurück. Wir bekommen unsere Freilassung sozusagen. Muss ich nur gucken, wieder auf welcher Ebene das war. Auf der. Wir dürfen das Gefängnis also wieder verlassen. Nach unserem schweren Verbrechen, das wir begangen haben, wo wir den... Ich glaube, da haben wir den Kuchen von Nivellette geklaut, ne? Oder Paimon, mehr oder weniger. Hat sich vollgestopft mit dessen Kuchen, den alle Kino dort gelassen hat. Das hat er natürlich direkt zum Anlass genommen, uns in den Knast zu stecken.
Seit dem Vorfall im Fort Medopide ist einige Zeit vergangen und der Tag eurer Freilassung rund näher. Maskerade der Frevler. Akt 5. Ich glaube auch noch nicht der letzte Akt. Ich habe ja mal gesagt, dass es 4.2 der letzte Akt sein wird und da die Story enden wird, aber ich glaube tatsächlich, das wird nicht reichen. Vor allem die letzten Male gab es, ich glaube bei Sumeru gab es 6 Akte. Der 5. Akt soll aber auf jeden Fall einiges länger sein als die davor. Aber ich glaube trotzdem noch nicht, dass es damit zu Ende ist. Kann ich mir irgendwie noch nicht vorstellen. ちょうだい。すぐに受理するから正規のルートでメロピデ要塞から出られるわ。ずいぶん長い間上に戻ってないよな。早く。うわ。お。え、してたです。どういうこと。ありがとう。私は大丈夫。今の揺れは一体 Das klang ja nicht besonders gut. Nicht, dass da unten wieder das Teil aufgegangen ist, wo das Wasser rauskam, ne? あんたらに会えて光栄だ。何か用か？あら、ディッツメット。今の揺れは何なんだよ。海底から来た揺れではない。水の上からだな。ここ数年メロピデ要塞を管理してきたから水の上か下かって違いについては結構敏感なんだ。それにヌビレットさんの封印はそう簡単に解けやしない。 前回思い出してみろ。もし影響があるなら、今頃人々はパニック状態になってるはずさ。そっか。それじゃ詳しいことは上のやつに聞くしかなさそうだな。ヒヒン。今日が何の日か分かってるよな。パイプ製造日だが。そっちじゃないぞ。 Eigentlich sollte der Tag, an dem wir uns von dem Fort verabschieden werden. Ah. 手続きが終わったのか。 閉じ込められた気はしなかったけどな。なかなかいい住み心地だったし。 Ja, kannst du direkt länger bleiben, Palma, dann muss ich deine Stimme nicht mehr ertragen. オイラ、結構メロピデ要塞が好きだったぞ。じゃあまた遊びに来てね。うちも君たちにまた会いたい。サインをしたら上に向かっていいぞ。監視があんたらを護送する。 そう言うと思った。なら一緒に行こう。おお、直々に来てくれるのかよ。でもいや、忙しいんだろ。おいらただ冗談で言ってみただけだぞ。ほう、いつになく控えめだな。長い間水の下に住んでいたから寂しいのよね。うーん、うちが出口まで送ってあげようか。 ああ、必死。あばんでもしんでもれん。そうだな。オイラたちまた来るから安心しろ。オイラここの食堂が結構好きだったぞ。シェフの腕前もなかなかだしな。可能であれば、次は名目上だけでも清廉潔白な身で来てくれ。もちろんだぞ。Thank from Palmer up to the office. いろいろあったけど、メロピデ要塞での仕事は終わりだな。でも、ルビレットの依頼なんだから。
報告するまでが仕事だぞ。次は完了報告をしないとだな。パレメルモニアに行こう。あら、ヌビレットさんに会いに行くの？うちと公爵の代わりによろしく伝えておいてね。よろしく言うのは看護師長の分だけでいいからな。最低限の礼儀なのよ。まあいいさ。噂によれば最近のパレメルモニアは目が回るような忙しさらしい。押し寄せてくる厄介ごとに最高審判官がぶっ倒れてしまわないことを祈っておく。Aber erstmal müssen wir gucken, was da oben überhaupt in die Luft geflogen ist, gefühlt, wa? Ah ja, stimmt, warte mal. Ich hoffe mal, die Quest triggert jetzt nicht direkt, weil ich wollte nochmal was ausprobieren. Mit einer der Hauptgründe, warum ich mir... Haben wir hier irgendwo ein Küstending da? Mit einer der Hauptgründe, warum ich mir auch die gute Furina geholt habe. Nicht nur, weil sie halt Narkon ist, deswegen natürlich auch. Aber auch, weil sie natürlich ein sehr guter Support ist, wie ich gehört habe. Aber natürlich auch, weil sie wohl sowohl Pneuma als auch Yuja hat. Also diese Dinger, die kann sie switchen. Aber das war gar nicht der Hauptgrund, denn die gute Dame kann einfach mal endlos über Wasser laufen. Ich glaube, ihr Skill hat einen Cooldown von knapp 20 nee, oder 18 Sekunden, wo sie diese kleinen Minions hier spawnt. Und die Dauer ist aber 20 Sekunden. Das heißt, sie kann wirklich endlos über Wasser laufen. So, jetzt Cooldown weg. Zack. Wie geil ist das denn bitte? Das heißt also, es ist die Zeit vorbei mit der sogenannten Ice Bridge von Kaya. Man kann einfach mit Furina überall hinlaufen, wie man möchte. Ich bin der Meinung, es war tatsächlich 20 Sekunden gewesen. Ja, Abklingzeit 20 Sekunden. Dauer 30 Sekunden sogar, siehst du. Also nochmal extra 10 Sekunden. Also das ist vor allem 30 Sekunden mit drei Supports, die einen hier zusätzlich beim Kampf unterstützen, ist schon nice. Muss ich schon sagen. I like. Okay. Aber das auch noch rausgefunden, dann wieder dahin. Zurück zur Hauptstory. Ah ja, und einmal switchen. Weil die Gute kann leider noch nicht so viel Damage austeilen. Auf Level 40. So, er hockt wieder in seinem Büro, wie üblich. Oh, kyono Paremelmonia wa nandaka sawagashii na. お、お二人でしたか。申し訳ありません。ヌビレット様は君たちをいつでも歓迎すると。お話し中失礼します。こちらの報告を少々確認いただけないでしょうか。はい、すぐに。ごめんなさい。休養ができてしまったので、ヌビレット様のところにはご自身で向かってください。オッケー。 Wir finden den Weg schon selbst, so kompliziert ist er nicht. 最近何かあったみたいだぞ。ご機嫌よう。再び会うことができて何よりだ。だが少し待っていてくれないか。早急に処理しなければならない案件があるのでね。好きなところに座るといい。 何か飲みたければ、外のメルジーヌに頼んでくれたまえ。オイラたち、ご飯は食べてきたんだ。安心してくれ。うん。ならいい。こいつの用事が終わるまで、あそこで休んでようぜ。うん。これでいいだろう。 ああ、待たせてすまなかった。今日は君たちがメロピデ要塞での刑期を満了した日だな。ふむ。手続きはもう済ませたと見える。おお、だからすぐにお前のところに来たんだぞ。ドゥーン様は全部、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 全
君たちの話を聞くに、それは普通の水ではない。きっと原始大海の水に近いものだろう。体積、形状から考えても、そのクジラはテイワットの普通の水域から生まれる代物ではない。つまり、タルタリア殿は今大海の水に包囲されているのかもしれない。大海の水に包囲って、原始大海の中にいるってことじゃないのか？入って大丈夫な場所なのか？Naja, er ist ja nicht aus Fontaine, ne? Von daher soll es nicht so problematisch sein. 原始大海の内部。ありえないことではない。しかし普通の人間には不可能だ。彼がどのようにして内部に入ったのか、私にも想像がつかない。Weil andererseits, wenn jetzt im Urmeer rumschwimmt, ich meine, ich glaube nicht, dass die Luft dort sonderlich viel mehr sein wird als im normalen Meer, ne? Also, aber es gibt da noch was, das wir dich fragen möchten. Kiko. Was war das für ein Beben, das wir vorhin gespürt haben? So, da so. Oira mo kanjita so. Koushak ni kiita ra, yure wa mizu no shita kara hassei shita mono ja nai itte itte ta ze. Sore de, mizu no ue no koto nara, omae ga jōkyō wo shitte ru hazu da.その件については先ほど関連した報告を受け取り現在対応していたところだ。ポアソン町付近が振動の発生源で間違いない。振動の後付近の水位が急速に上昇した。水位が上昇？まずいぞ。あそこの人たちが。幸い水位の上昇はあくまで一時的な現象で現在は大方戻っていった。だが何か良くない予感がする。もしも今回の水位変化と原始大海の水の浸透に関係があるとすれば、ポア村長が直面した災禍は見た目よりもはるかに恐ろしいものとなるだろう。ナビアはポア村長にいるはずだよな。オイラたちあいつの状況を見に行ってみないと。Dann mal auf zum Hauptquartier. 私も現場に向かいたいところだが、すぐにはここを離れられない。状況が悪化しないよう周辺海岸地区の防災案を作成しなければ。手間をかけるが先に行っておいてもらえないだろうか。私もこれが済んだらすぐに現場に向かい君たちと合流する。はいはい、ケプン。じゃあ急いで出発だ。くれぐれも気をつけてほしい。ウィアマムロウィスティフォーゼヒトンペソーン。